Es gießt in Strömen, Regenzeit halt. Aber davon will sich Afrus Schah nicht aufhalten lassen. Der Anwalt hat eigentlich diesen Sonntag frei. Doch statt zu entspannen, ist er am Strand, zusammen mit vielen anderen Freiwilligen, wie jedes Wochenende. Unentgeltlich. Der Strand voller Müll tue ihm im Herzen weh, sagt er. Deswegen hat er diese Aufräumaktion gestartet. Wie lange wollen wir uns denn über die Regierung beschweren? Ich wollte nicht jammern, sondern anpacken, Handschuhe anziehen, zum Strand gehen und einfach selber etwas tun. Vor wenigen Monaten sah es hier noch so aus. Denn am Strand lädt das Meer einen Teil des Mülls wieder ab, den die Millionenstadt Mumbai täglich ins Wasser kippt. Ein Quell von Gestank, Frust und Krankheiten. Es war wie ein Fluss aus Plastik, rund 4 Meter breit, 2 Meter hoch, 1 Kilometer lang. Wegen der Hitze begann das Plastik zu schmoren, hat überall gequalmt. Mir hat das ziemliche Angst gemacht. Wir haben uns gefragt, wie wir den Kampf dagegen jemals gewinnen wollen. Es begann mit 2 Freiwilligen. Mehr als 200 sind es nun, auch die Stadt hilft mit. 3000 Tonnen Müll haben sie bisher von diesem Strand geholt, sagen sie. Vor kurzem half sogar Louis Pugh mit. Er ist Patron der Ozeane der Vereinten Nationen und sprach von einer der größten Aufräumaktionen aller Zeiten. Die braucht die Boomstadt Mumbai dringend. Sie ist Schrittmacher für Indiens Wirtschaft, aber auch ein Hauptanlaufpunkt für Touristen aus dem In- und Ausland. Und Müll sei einfach Gift für die Tourismusindustrie, sagen deren Vertreter. Es tut sich was. Unsere Strände sind wertvoll. Das wird den Menschen jetzt klar. Wir möchten mehr Touristen. Wer auf einen Business-Trip herkommt, bringt vielleicht die Familie mit, um anschließend ein schönes Wochenende am Strand zu verbringen. Aber dazu muss der Strand halt erstmal sauber sein. Endlich saubere Strände. Das wollen auch die Freiwilligen um Afrus Schah. Auch wenn die Aufgabe manchmal endlos erscheint. Jetzt sehen wir ein Licht am Ende des Tunnels. Auch dass immer mehr Menschen mithelfen, das macht echt Hoffnung. Ich glaube, in maximal einem Jahr wird das hier ein traumhafter, beliebter Strand sein, wo die Leute einfach gerne hingehen, um Spaß zu haben. Mit diesem Ziel im Blick werden sie weiterarbeiten, jedes Wochenende, ob Regen oder nicht.